Sie schlummern oft unentdeckt in einem und können im schlimmsten Fall zum Tod führen. Die Erbkrankheiten. Zwar wird immer weiter geforscht, aber Heilung gibt es für viele Krankheiten noch nicht. Eine der Erkrankungen ist die ADPKD, auch Zystennieren genannt. Durch eine Genveränderung bilden sich unter anderem an den Nierenzysten, also mit Flüssigkeit gefüllte Bläschen. Und die führen dazu, dass sich die Niere um ein Vielfaches vergrößern kann. Die für die Blutreinigung zuständigen Nephrone in der Niere funktionieren immer schlechter. Andere für die Krankheit typische Symptome können schon viel früher auftreten. Ein Symptom könnte sein, dass Sie feststellen, dass irgendwie der Bauch angeschwollen ist, ohne dass Sie sich erklären können an den Seiten. Und dass Sie da immer mal auch ein bisschen Beschwerden haben. Oder Sie haben zum Beispiel auch mal Blut im Urin. Und was man häufig dann auch hat, ist hohen Blutdruck. Also das sind so die wesentlichen Symptome. Wie etwa 50.000 andere Patienten in Deutschland leidet auch Tatjana an Zystennieren. Und wie viele Betroffene wusste auch sie von Anfang an, was auf sie zukommt. Ich glaube, das war so mit 13, 14, da wurden die ersten Mini-Zysten festgestellt. Aber da ist ja noch nicht klar, in welche Richtung die Krankheit geht. Du hast zwar so eine grobe Idee davon, wenn du in die Familie guckst, was sonst so los ist, aber wie genau die Entwicklung ist, weißt du in dem Moment ja noch nicht. Eine recht sichere Untersuchungsmethode ist der Ultraschall. Damit kann der Nephrologe den Verdacht auf eine ADPKD meist bestätigen oder ausräumen. Wir müssen die Lebensweise besprechen, was man an Ernährung zu sich nimmt, zum Beispiel nicht raucht, ein bisschen Sport treibt. Und was ganz wichtig ist, dass man regelmäßig zu einem Nierenfacharzt geht. Eine hilfreiche Anlaufstelle für Patienten sind Selbsthilfegruppen, die es in vielen deutschen Städten gibt. Uwe Korst leitet die bundesweite Selbsthilfeorganisation mit Sitz in Bensheim und ist auch selbst Betroffener. Wir möchten einfach Hoffnung geben und wir möchten einfach sagen, dass man die Erkrankung gut bewältigen kann. Ein gutes und glückliches, ein normales Leben ist trotzdem noch möglich. Uwe Korst ist ein Beispiel, das Mut machen kann. Denn 2011 wurde bei ihm eine neue Niere transplantiert. Er hat seitdem eine stabile Nierenfunktion. Dennoch möchte er seine Erfahrungen und sein Wissen teilen. Denn auch wenn die Forschung beim Thema Zystennieren ständig Fortschritte macht, ist es noch ein langer Weg.